Servus Leute und herzlich willkommen zu Pack of Fire Grün. Ich glaube, wir müssen jetzt in den Meteor rollen, nach diesem Pisser suche. So, ich habe keinen Bock nämlich auf die ganzen Pokémon, deswegen habe ich auch einen Topschutz. Hier sind glaube ich nur schwache Pokémon gewesen, soweit ich Bescheid weiß. Es war auch kein Rätsel hier, glaube ich. Sondern man musste einfach nur laufen. Ganze Zeit. Laufen, laufen, bis zum Versaufen. Oder bis du zum... Oder bis du brachst. Oder bis du dich erbrichst, ey. Also das ist schon eine nervige Sache. Bam. Hier gibt's nix. Nur hierhin. Warte mal. Kann auch hier runter jumpen, oder? Ne, kann ich eben nicht. Okay, dann geht's hier weiter. Bam. Okay, wo muss ich nur hin? Das ist die Frage. Oh, hier bist du. Sieh nur. Ein Gott-Pokémon. Das ist nicht Arceus, das ist ein Carpador. Nein, die Art, wie es sich bewegt, ist es hilflos auf und ab. Es ist so grazil und göttlich. Carpador ist das Gott-Pokémon definitiv. Ja, ist schon recht. Was war das? What the fuck? Nein, mein Carpador, dieses Ding hat es zerschmatscht. Wow, das nenne ich mein Gott-Pokémon. Mein armes Carpador, jetzt muss ich ein neues suchen. Nee, du kommst erstmal mit zur Arena-Leiterin. Nein, nicht zu ihr, sie ist böse. Sie mag keine Carpados, nur Carradosse. Muss ich dich dazu zwingen? Du kriegst mich nie. Wie willst du entkommen, das ist jetzt eine Sackgasse. Ich drehe die Zeit zurück, sodass die Meteoriten nicht 100 zerfallen, sondern hochfliegen. Bitte was? Bei der Macht des Carpadors! Was? Was zum... Naja, der ist wohl fürs erste weg. Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal den nächsten Orden. Alles klar, was war das denn bitte für eine Show-Einlage? Was war das bitte? Was war denn da los, ey? So, wir gehen mal zur Arena. Also zur alten Villa. Ich will zur alten Villa hin. Hier gab es noch irgendwo so einen Pocketball. Ist mir egal, ob der Schutz wirkt oder nicht. Oh, hier ist noch ein Meteorit. Hier ist ein Sonderbaum. Benutzen wir gleich auf... Weiß nicht. Grotex, du wärst am schwächsten von uns. Dieser Knoss bis 21 schon? Kleinstein 19? Glotexo. Der hat nie seine Chance halt. Wisst ihr? Er braucht auch mal seine Chance. Aber die bekommt er leider nie. Das ist ja das. So, dann wollen wir hier entlang. Glaube ich. Geht's ja nicht noch weiter oder nicht mehr so richtig? Müsste ich hier ganz normal rausbringen. Alte Villa, genau, jetzt müssen wir hier hin. Ich wollte ja das hier noch machen. Das können wir jetzt mal machen. Verfluchte Villa Konterbund. Oh! Ja, genau. So, Servus. Da-da-dum. Jetzt sehe ich hier keine Pokémons. Ich habe sowas von keinen Bock gegen euch zu kämpfen. Zwirrlicht. Wie wär's, wenn wir dieses Pokémon noch mal fangen? Hm. Fangen wir das mal einfach. Überball, komm. Komm rein. Wieso sieht ein Hyperball aus wie ein Pokéball? Das macht doch gar keinen Sinn. Oh, fick dich mal! Du Assi! Nein! Item. Superball, dann benutze ich halt eben Superball. Meine Schüte. Natürlich bricht er aus, Assi. Oh, komm. Wenn ich nicht angreife, kannst du mir auch nichts tun. Oh, fuck you. Warte mal, ich benutze meine Attacke. Also ich greife mal an. Kratzer vielleicht. Ach so, stimmt. Er ist ein Geist-Pokémon. Bin ich blöd. Muss natürlich mit Glut angreifen. Okay, awesome. Awesome, geschwächt. Müsste eigentlich ein Pokéball reichen. Boah, ich hasse das immer zu den Bällen zu squallen. Also zu der Kategorie Pokébälle. Ich hasse das. Das müsste eigentlich immer automatisch gehen. Also so ging das immer in jeder Edition, dass es automatisch war. Dass man gleich ein Pokémon werfen konnte, indem man auf Item gedrückt hatte. Also wenn man das... Ist es einfach nur garantiert meistens. Effektiver als das Superball. Komm, Überball. Ist auch viel stärker als ein Pokéball. Awesome!
Oh, ich dachte schon, ich bin unsichtbar geworden. So Glitch oder sowas. Das wäre jetzt ziemlich schlecht gewesen. Muss ich ehrlich zugeben. Okay, hier gibt's einen Poké. Sonderbonbon, cool. Schade, dass ich da wirklich nicht reingegangen bin. Wieso eigentlich? So, dann... Hi. Okay. Servus, jetzt habe ich dich. LOL! Was ist das jetzt? Okay, Pac-Man. Cool. Dann zocke ich mal eine Runde. Okay. Und na, du kriegst mich nicht. Da. Oh, verpiss dich. So, oder ich will dich erstmal essen. Wir müssen ja alles essen, bevor wir... Oh, verdammt, ich wollte noch zurück. Ich wollte noch zurückgehen. Ich wollte gar nicht sterben. So. Ihr wisst, denke ich mal, alle, wie Pac-Man funktioniert, oder? Ich muss das jetzt nicht sonderlich erklären. Ich wollte eigentlich mal irgendwann ein Let's Play dazu machen. Eigentlich ein Let's Test und jetzt verpiss ich jetzt mal, Alter. Dann brauche ich es ja gar nicht mehr zu machen. Weil jetzt haben wir ja schon den Pac-Man gesehen. So gesehen ist das ja Pac-Man. So, ihr Nixer. Ihr Nigger. So, jetzt kann man die essen, nämlich, wenn man diese Dinge hier hat. Ich wollte die nicht allzu oft benutzen. Aber jetzt anscheinend kann man die benutzen. So, kommt her. Schutz wirkt nicht mehr, hahaha. Okay. Jetzt kann man beruhigt halt weiter essen. Komm her. Komm her. Genau, awesome. Ich esse dich nämlich auf. Oder was? Du bist... Was? Fuck you, Alter. Bin ich jetzt tot? Ja, ich bin tot. Nochmal. Wir müssen gewinnen, Alter. Schuppelt. Okay, interessant. So, komm. Ein bisschen Pac-Man spielen und jetzt richtig schaffen. Jetzt, ich will es mal schaffen. Ich bin so eigentlich so schlecht im Pac-Man eigentlich. Ich weiß, es gibt 100.000 bessere, aber es ist sowas von egal. Ich brauche hier keinen Skill eigentlich haben. So, verpiss dich. Verpisst euch. Mann, ich will nicht Pac-Man mit euch spielen. Nein. Okay, du bist hier. Awesome. Nein! Mann! Er muss natürlich entgegenkommen, jetzt genau. Scheiße. Hm. Nicht schön. So, dann essen wir das auch noch auf. Schnell, ist weg. Hä, kann ich die nicht essen oder so? So, verpisst euch. So. Okay. Eine Runde Pac-Man ist immer cool. La. Oh, verdammt! Wie soll ich denn da durch, bitte? Wie viel Leben habe ich überhaupt? Weiß ich nicht. Leute, ich bin so schlecht, denn Pac-Man ist auch jetzt auch nicht meine Genre oder sowas. Ich meine, das ist ja jetzt... Ich weiß jetzt nicht, welche Genre das sein soll. Genre irgendwas. Jetzt haben wir es geschafft, glaube ich. Was ist denn das? Hier liegen 1000 Euro. Muss wohl so etwas wie ein Preisgeld sein. Okay. Kann ich da wieder rein? Kann ich wieder dorthin? Oder nicht? Ist das hier ein Glücksspiel? Ja, anscheinend kann ich immer wieder hier Pac-Man spielen. Das ist awesome. Krieg ich dann immer wieder 1000 Euro hier? Das wäre nämlich cool. Das wäre ziemlich cool. Oh, verpiss dich. Genau, jetzt kann ich dich essen. Du Assi. So, wir spielen noch eine kurze Runde in Pac-Man, weil ich dachte, es gibt hier vielleicht eine neue Stage oder sowas. Oder halt eine neue Aufgabe, vielleicht was anderes. Wäre auch nicht mal so eine schlechte Idee gewesen. Finde ich jetzt. Muss natürlich nicht jetzt aufs Spiel rein und fick dich. Also in die Hauptstory meine ich. Das ist jetzt eher so eine Nebenstory, denke ich jetzt mal. Ist ja auch eine Nebenstory. Okay. So, ein bisschen essen. Darm. Ein bisschen Schutz haben. So, komm her. Kommst jetzt auch schön... Oh, fick dich! Ich dachte, du bist tot, Alter! Dachte ich jetzt. Ich glaube, oben habe ich alles, oder? Das kann, glaube ich, sein. Da bin ich mir sogar sicher, dass ich da alles hab. Okay, weiter. So, verpiss dich. Scheiße, verdammte Scheiße. Was ist denn los mit dir? Ich hab's verkackt, ja. Egal. Okay, da merken wir das auf uns.
merken wir das auf jeden Fall. Und gehen jetzt erstmal mit Golbert weiter. Wir haben jetzt unser festes Team, denke ich jetzt mal. Seeblatt City. Gab es hier auch einen Orden? Ich glaube, ja, Orden gab es hier, aber... Nur, wie soll ich da hin? So. Kann ich da jetzt schon Orden machen? Du willst Tipps? Dann versuche nur, die Schalter ganz links und rechts zu aktivieren. Okay. Ein Schalter... Oh, ich kann auch gegen euch alle kämpfen. Die Camper sind zurück! Gib mir die AWP! Okay. Alles klar. Tanktoxa. Oh. Das ist jetzt eine schlechte Wahl. Oh, ich habe meine Pokémon gar nicht geheilt. Das ist doch dumm. Okay, trotzdem ist Intensität da. Intensität, bang dein Arschloch rein. Da. So macht Intensität nicht abhängig. Also, das hat so andere Attacken, so eine Intensität. Oh, was? 243 zieht es ab, okay. Wieso zieht das so viel ab? Verdammt. Verdammte Scheiße, Alter. Gegen so ein Tentoxa habe ich keine Chance. Tentoxa ist verdammt gut. Leute. Was? Leute. Was ist denn das für ein Pokémon, Mann? Ich hasse Tentoxa, Alter. Ich kann sowas von null leiden. Komm, Golbert. Zeig ihm deine Macht. So. Genau, Konfusstrahl. Deine Verteidigung kann zwar steigen, aber dass du verwirrt wirst, ist immer noch die Frage. So, Flügelschlag. Verdammt, es zieht gar nichts ab, Alter. Wie das einfach mal 0 abzieht, ey, so 3. Das ist jetzt nicht viel, Leute. Das ist verdammt wenig und ich bin vergiftet. Ich bin doch ein Gift-Pokémon. Macht doch gar keinen Sinn, Leute. Mann, verdammt. Okay, das ist eine verdammt schwere, Leute. Das wird verdammt schwer, Leute. Ich sehe es schon. Okay. Scheiße. Komm bitte, verletz dich. Boah, du Fixer! Okay, Golbert ist tot. Hm. Interessant. Interessanter Fight, muss ich ehrlich zugeben. So, dann vergiften wir den mal. Okay. Scheiße. Ekelsamen. Ja, du hast dich selber verletzt. Okay, awesome. Ekelsamen. Yeah, bitch. Buddy, check. Geh mal weg. Du Pisser. Ich gebe deiner Mama einen. Dick in ihr Gesicht. So, wie Senior. Natürlich wollen wir es wechseln. Ich habe keine Ahnung. So, komm. Glutexe, unsere Pokémon sind verdammt schwach, Alter. Ja, seht ihr? Nix. Wir haben keine Chance, Leute. Sherlock. Komm, Bruder. Zeig, was du drauf hast. Verdammte Scheiße, ist der gut. Verdammt, Mann. Okay, normal Pokémon bringt nichts. Gut, das freut mich. Konfusstrahl, genau. Normal Attacken bringen bei mir nichts. Das ist awesome. Kann sich immer selber attackieren. Das finde ich schön. Ich kann zwar auch nichts machen, aber der bekommt halt Schaden durch Verwirrung. Das freut mich wenigstens. Okay, der ist nicht mehr verwirrt. Okay, dann kann Zwirlich trotzdem noch gewinnen. Gut. Das freute mich. Talalalala. Verwirr dich selbst und verletze dich. Ist mir egal. Genau, awesome. Mach nur weiter, Bruder Lappen. So, verletz dich mal. Verletz dich nochmal. Ich hab gesagt, verletz dich. So, verwirrt. Boah, ich will, dass du dich verletzt. Okay, der hat sich jetzt selber getötet. Freut mich. So, wie viel EP? Okay, 600. Aber ob das reicht für 19? Nee. Okay, ja, wollen wir wechseln? Och, gegen wen denn bitte? Verdammt. Nee, lass es da. Konfusstrahl, Leute. Awesome.
Verwirrt, okay. Nachtnebel. Okay. Wieso? Ist doch ein Flug-Pokémon. Was für daneben, Alter? Nur weil du jetzt einen Sandwirbel gemacht hast, heißt es nicht, dass es jetzt alles daneben geht. Achso, es hat keine Wirkung. Okay, das ist ein Normal-Pokémon, wusste ich gar nicht. So ein Flug-Pokémon ist Tauboga. Oder nicht? Okay, Bisaknosp, du bist die einzige Hoffnung. Weißt du, was ich mache? Leute, ich mache einen Hypertrank. Ein Hyperheiler eigentlich. So. Und jetzt ein Hypertrank. Nee, es wäre dumm. Deswegen mache ich es nicht. Ekelsamen. Verdammte Scheiße, Mann. Achso, ich will wieder bei Brot Croissant oder sowas. Muss jetzt wieder dorthin fliegen. Zu Seekblatt City. Jetzt muss ich gegen den Camper gewinnen, aber... Ach, er hat einen Tentoxa anfangen, ne? Gegen Tentoxa wird nur Kleinstein helfen. Was anderes hilft gar nicht zur Zeit. Aber ein Kleinstein ist auch nicht so stark gegen den jetzt. Ne? Ich frag mich ernsthaft, wie man den besiegen sollte. Ich hab verdammt nochmal keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Es ist so verdammt schwer. Hm. Interessantes. Auf jeden Fall interessant, Leute. Intensität, Blubstrahl. Was? Seine dümmste Einwechslung ever. Ich glaube, ich habe den eingewechselt gehabt, oder? Verdammt, wie wollen wir gegen den gewinnen, bitte? Ein Tentoxa ist verdammt stark, Leute. Flügelschlag. Okay, das sieht nicht so viel ab. Gut, gut, gut. Mach dich weiter verletzen. Verletz dich weiter, genau. Dann ziehst du, dann zieh ich dir wenigstens noch was ab. So 13 ungefähr. Ja, das zieht wenigstens noch was ab. Davor waren es ja nur 3 Schaden oder sowas. Ne? Ist ja gar nichts, sagen wir was mal so. So, noch einen Flügelschlag und du bist tot. Säure, scheiße. Aber du bist tot, hoffe ich jetzt mal. Awesome! Okay. So, auf jeden Fall eine starke Wurst. So, wollen wir das wechseln? Wie sind wir? Wir haben nichts gegen Normal-Pokémon. Wobei, Zwielicht. Zwielicht konnte ja gegen den ausweichen, also sehr gute Sache machen. Konfusstrahl, Leute. Hallo, das ist doch keine Wirkung, Alter. Wie oft willst du noch angreifen? So, Erstauner. So, Zwielicht müsste noch Psycho-Attacken drauf haben, dann ist er der perfekte Typ. Kann er überhaupt was, sowas wie eine Psycho-Attacke lernen? Weil dann wäre er sowas von episch. Oh, verdammt episch, Leute. So, Konfusstrahl, komm. Ich verwirre dich. So, dann verpiss dich. Okay, weiter. Verpiss dich, habe ich gesagt. Du Assi. Oh, der ist nicht mehr verwirrt, okay. Okay, ich will jetzt, dass du verwirrt bist. Ich will, dass du verwirrt bist und dich selber triffst. Kleine Bitch. So, das wird ein langweiliger Kampf, deswegen... Sorry. Aber der Part ist... Die Parts waren auch immer so lang. Extra für euch. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich den Part jetzt extra langweilig machen lassen muss. Bla bla, wie ich rede, einfach nur so dumm. Ich muss aufpassen, wie ich hier spiele. Also ich bin verdammt schlecht, ich muss ehrlich zugeben, das ist die schlechteste... Das ist das Schlechteste, was ich jemals gemacht habe in einem Videospiel. Also in jedem Pokémon-Spiel bin ich nicht so schlecht, also... Ich weiß nicht, warum ich so schlecht bin, ich habe einfach kein Pokémon gefangen am Anfang. Und es dann mittrainiert, ich war einfach nur dumm. Deswegen tut's mir leid, dass es so langweilig ist. Ich bin aber verdammt unterlevelt, sehe ich gerade, immer noch. Verdammt, wir haben nichts mehr. Wir haben keine Erstauner mehr. Kein Nachtnebel. Kein Nachtnebel. Wann stirbst du denn endlich? Du Pisser. Hör auf mit Kratzfurie, das bringt doch nichts.
Keine Wirkung, hallo. Keine Wirkung. Alter, wie oft willst du noch angreifen? Das bringt doch nichts. Okay, wann... Ach, verwirr dich doch mal selber und verletz dich mal, du Assi. So. Geht doch. Mein langweiliger Fight, aber musste sein. Sonst geht's nicht. Sonst gewinne ich ja nicht. Okay. Was kann man dagegen machen? Kleinstein, aber es geht leider nicht mehr. Der ist tot. Er ist von uns gegangen. Okay, ist gut. Ist nicht witzig. Tauboga war, glaube ich, der letzte, den wir gesehen haben. So, bam, 71, ey. What the fuck? Nochmal? Ne, warte mal. Wer war der stärkste von denen? Ne, Tauboga denke ich nicht. Wir sehen die auch nochmal. Hä? Kann doch nicht sein. Der hat bestimmt noch ein Pokémon. Da bin ich mir 100% sicher, dass er noch ein Pokémon hat. Das war bestimmt nicht das Tauboga, das sich besiegt hat, oder? Leck mich. Was für daneben? Surfer geht doch nie daneben eigentlich. So, dann muss ich wieder zwierlich einsetzen. Okay, Leute, das wird nochmal langweilig. Aber richtig, ey. Aber wie? Schön, dass Zwielich dein Geist-Pokémon ist. Es freut mich auf jeden Fall. Okay. Genau, verletzt dich selber. Du Assi. Ist eine verdammte behinderte Attacke, aber... Also eine behinderte Strategie, sage ich mal. Aber wie willst du sonst gewinnen? Gegen Visenior. Keine Ahnung. Ich hab einfach keine Lust, dass ein Pokémon von mir drauf geht oder dass sich immer wieder Shillock entwickelt. Also nach oben, ja, nach Levelt. Ich will nämlich auch, dass meine anderen Pokémon sich entwickeln. Deswegen muss ich auch die einem einsetzen, ne? Und wo passt jetzt wirklich besser rein als bei einem Visenior-Kampf? Nirgendwo, sag ich ja. So. Es freut mich immer, wenn er daneben trifft. Das ist eigentlich ein Kampf, der eigentlich unentschieden sein sollte. Aber wir sind eindeutig überlegen, weil wir noch Kung-Fu-Strahl drauf haben. Zum Glück kann der Kung-Fu-Strahl. Sonst wäre ich wirklich am Arsch. Sagen wir es mal so. So verwirrt. Awesome. Alles sieht nichts ab meistens, weil der Typ weiß, wie man das macht. So, Nachtlebel ist weg. Dann haben wir nur noch Kung-Fu-Strahl. Okay, bis wir Verzweifler können. Verzweifler kann wenigstens denen noch was schaden. Hoffe ich mal. Das ist eine normale Attacke, glaube ich. So. Okay. Zweifler zieht wenigstens was ab. Das freut mich. Zwar nicht viel, aber wenigstens was. Okay. Der Kampf zieht sich ja wirklich in die Länge, muss ich ehrlich zugeben. So, bam. Verdammt. Noch ein Verzweifler, Leute. Und er muss dann natürlich Kratzenfurie machen. Die längste Attacke. Die dauert am längsten von denen. So awesome. Besiegt. Hat er noch einen Pokémon? Ich hoffe, nein. Ja, es sieht nicht so aus, weil die Musik hier auch so... Das war reines Glück. Ne, natürlich war es kein Skill, ne? Natürlich nicht. Und das ist ein Felsen-Pokémon-Dingsbums da. Oh, natürlich Shillock. Ach komm, bevor wir wieder hier eingehen, gehen wir noch mal ins Pocket Center einmal. Ich denke, das lohnt sich am besten. Wie immer. Und ich weiß, Leute, dass der Part schon 24 Minuten lang ist ungefähr. Aber wie gesagt, es war ein langweiliger Part und deswegen packe ich noch was drauf. Muss sein, Leute, muss auch mal was sein. Zwar waren die anderen Parts auch nicht wirklich spannend, aber wenigstens habe ich dann den Parts länger gemacht, sagen wir es mal so.
Dieser Knosp kann ich jetzt leveln, weil der ist auch gegen Stein-Pokémon gut. Dann benutze ich den einfach mal. Anstatt Shellock, dass der sich mal levelt. Entwickelt kann er sich auch, weil... Ich weiß nicht, ab Level 36 kann man sich nochmal leveln, ne? So, komm. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Kleinstein wie ein kleiner Stein klingt? ich bin dumm wie Scheiße. So, Georock. Oh, der hat schon Georock. Ich leider noch nicht. Rasierblatt, Digga. Jetzt müsste doch sau viel abziehen. Ja, 46, das ist Respekt, Burger. Oh, verdammt, es zieht aber auch von ihm viel ab. Aber jetzt müsste er tot sein. Awesome. So. Okay, deswegen ist es Level 22 geworden jetzt. Georock. Nee, wir wollen nicht wechseln. Wir kämpfen bis zum Tod. Könnt ihr wenigstens noch was abziehen, bevor er was macht. Finale, der tötet sich noch selber. Zwar werde ich auch getroffen, aber ist es egal. So, Shellock wird auch gleich entwickelt. So, Surfer. Motherfucking Surfer. Okay, tot. One-Hit, Motherfucker. Level 35, Georock. Wir können nur dieses Pokémon jetzt reinwechseln. Die anderen würden uns jetzt nichts bringen. Nur das hier. Nee. Alle anderen bringen uns nichts. Da bin ich mir sicher. Was das wohl zu bedeuten hat? Keine Ahnung. So, ganz rechts ist frei. Was bewirkt das hier? Hier hätte man auch einen Trainer reinpacken können, aber... Egal. So. Okay. Ey, was muss ich jetzt machen? Boah, was soll ich machen, Mann? Wie wäre es, wenn ich dieses hier mache, diesen Schalter hier drücke? Und dann diesen hier. Was will der von mir? Ist es noch ein Rätsel oder was? Mann, ich habe keine Ahnung, was will der von mir? Oh, ich hasse solche Rätsel, ey. Die sind so scheiße. Warte mal, nochmal von neu. Ne, von neu geht anscheinend nicht mehr. Boah, jetzt bin ich sau verwirrt. Kann das richtig sein? Das sieht nicht so aus. Warte mal, Leute, ich habe keine Ahnung. Der Part zieht sich schon wieder in die Länge. Muss ich zugeben. Verdammte Scheiße. Wie geht denn das Rätsel hier? Wenn es ein Rätsel ist. Sieht für mich eher aus wie Tomatenmark. Wartet mal, Leute. Wie wär's, wenn ich erstmal alle Türen wieder zumache? Okay. Jetzt sind aber alle zu. Okay. Dann machen wir es wieder von vorne. Ganz von vorne. So war es ganz am Anfang, glaube ich. Machen wir es noch so. Dann so. Eine andere Wahl haben wir ja nicht.
Dann das hier, dann da da dam da dam da 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 dam da dam ba ba dam da dam da da dam da da. Keine Ahnung, dam da da dam da da. Okay, was willst du? Du willst Tipps? Da versuche nur die Schalter ganz links und rechts zu aktivieren. Okay. Ah, bin ich dumm? Bin ich dumm? Bin ich dumm? Ich bin dumm. Doch, ich muss das ja aktivieren. Dim, da 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 da. Warte mal, wie soll das gehen? Okay. Dann das hier weg. Hä, wie soll das gehen? Ja genau, das geht ja gar nicht. Okay. Scheint so richtig zu sein, glaube ich. Awesome, wir haben's! Irgendwie. Oder so. Komm, Kämpfer, gegen dich noch. Hast du Professor Palm schon gefunden? Ja, aber er ist davon geflogen. Davon geflogen? Wie soll das denn bitte gehen? Ich hab's selbst nicht ganz verstanden. Ah ja, na gut. Solange dich irgendwo in der Stadt sein Unwesen treibt, soll's mir recht sein. Können wir jetzt endlich kämpfen? Aber natürlich. Mal sehen, wie lange du durchhältst. Ich habe ein extrem seltenes Pokémon aus dem Silberwald. Okay. Mystische Meta... Was? What the fuck? Das ist ein Metall-Pokémon. Ich glaube, Kampf ist dagegen gut, ne? Mach mal Zertrümmerer, Leute. Was? Ist doch ein scheiß... Was? Ist doch ein scheiß Ding-Pokémon, oder nicht? Oh, ja. Okay, dann ist Boden halt effektiv. Mach ich halt Bodenattacken. Okay, von mir aus. Was? Willst du mich verarschen gerade? Komm, Glutexo. Ist ja ein Metall-Pokémon. Glut. Verdammt. Aber awesome. Hey, was? Wieso? Wieso stirbt er nicht? Ich hoffe, dass er irgendeine andere Attacke macht. Nee. Also verkackt schon wieder. Bin schon wieder am Arsch der Welt. Das verkackt, Leute. Leck mich, Mann. Scheiß Metagross. Wieso hat Misty ein Metagross? Ja, natürlich wollen wir wechseln. Ach, wir haben ja gar keinen anderen Pokémon. Warte mal. Schneepika. Nee. Können wir nichts dagegen machen, Leute. Können wir Surfer machen. Aurora Strahl bringt dir nichts. Surfer. Genau mal Surfer. 38 Leben dazu. Oh, awesome. Schneepika, genau. Garados. Verdammt. Verdammt, ein Garados, ey. Komm. Verdammt, sogar ein Grotes sogar noch. Und Fußstrahl, Leute. Verdammt. Muss das sein, aber wir leben noch. Das ist awesome. Verwirrt, bist du gut? Alter, Mann. Verwirrt, bitte, verletz dich. Natürlich. Warte, mach... mach das keine Wir... Ach, komm. Schummel weiter, du Wichser. Okay, verdammte Scheiße, Leute. Okay, awesome. Verdammt. Wie soll man den denn besiegen? Das ist verdammt stark, Leute. Die Trainerin ist verdammt stark. Awesome. Ja, das besiegt haben wir, Leute. Wow, wow. Was war das? Chelebi, genau. Sowas, Alter. Bewegt sich nicht. Okay, warum nicht? Stimmt, das haben wir ja, glaube ich, schon geschwächt. Scheint nicht zu leben. Hey, komm, greif ihn an. Genau. Alter, Chelebi, was ist los mit dir? Chelebi ist ja voll schwach. Okay, das war ein Todes, glaube ich. Schädelwumme.
Das ist Schädelwumme. Aber ich glaube, das zieht auch mir selber was ab, oder? Ich glaube schon. Schnaschweib ist mir dann nicht so wichtig. Jellybee fällt auseinander. Jellybees Überreste. What the fuck? Überreste bewegt sich nicht. What the fuck? Was? Stimmt, das haben wir ja... Was? Wieso vergiftet? Bäh. Okay. Verdammt. Obwohl es nicht lebt, besiegt es uns, Mann. Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Was ist denn los mit mir? Konfusstrahl. Bäh. Vergiftet. Okay. Verwirrt wurde der auch noch. Mann, ich verliere gegen deinen Scheiß... Leiche, ich verliere nicht gegen eine scheiß Leiche, Mann. So, zieht es was ab. Oh, awesome. Zieht wenigstens was ab. Okay, weiter geht's. Zwillig, bitte, du schaffst das. Ich glaube, jawohl. Gewonnen. Verdammt, Level 20, okay. Aber das war ein verdammt langer Part, ey. Hey, Schillock entwickelt sich. Awesome. Na, zeig mal. Dann, tour, talk. Awesome, awesome, to talk, I love you. Da-da-da-da-da-dum. Wieso? Wieso konnte so Chili so einfach besiegen? Naja, es war schon tot, von daher. Tot? Wie meinst du das? Du hast mit einer Leiche gekämpft. Oh, okay, das erklärt so einiges. Krieg ich jetzt meinen Orden? Ah ja, stimmt. Hier, bitte sehr. Erhält Leichenorden. Viel Erfolg noch auf deiner Reise. Verdammt, Mann. Komm, wir hauen ab. So, Leute, das war's für diesen Part, sag ich mal. Aber die Trainer sind verdammt stark, Leute. Wir müssen einen Sonderbaum reinpfeifen. Stimmt, wir haben hier noch einen Sonderbaum für Glutexo, aber das kann es leider nicht essen, weil es tot ist. Ja, toll. So, Pocket Center. Wir haben hier zwei Orden, stimmt. Jetzt können wir wieder dorthin. Können aber auch nach Fetial City gehen. Weiß gar nicht, ob da eine Arena gab. Ich glaube nicht, ne? So, wir fressen jetzt mal einen Sonderbonbon. Also unser Glutexo sollte ein Sonderbonbon fressen. Awesome. Versuch Grimasse zu lernen. Was bringt die uns? Ich glaube, die Initiative sinkt dann, aber... So wie es hier aussieht, brauchen wir es nicht wirklich. Wobei, besser als Kratzer. Nee, Kratzer ist besser als gar nichts. Glut ist auch schwach. Nee. Brauchen wir nicht. So, dann fliegen wir noch irgendwo hin. Denke ich jetzt mal. Siegestraße noch nicht. Wir haben nur zwei Orden. Fetial City gab es da nicht eine Arena. Verdammt. Oh. Hast du ein Mädchen gesehen, dass das ungefähr so aussieht? Nee. Aber nicht. Aber wirklich nicht, ey. Ich glaube, hier gab es keine Arena, oder? Tut mir leid, aber hier ist gesperrt. Es wurden dieser Organisation drei Pokémon, ein E, sowie ein Zer gestohlen. Alter, wie dumm sind denn die, Alter? Das wurde von uns gestohlen, wir haben es einfach zurückgeholt. Naja, so kennt man halt die Polizei meistens. Ist jetzt keine Andeutung oder sowas. Sondern ist meistens auch wirklich in der Realität so. Zur Frostballensiedlung. So, dann kümmern wir uns im nächsten Part darum. Ihr wisst Bescheid, um was. Na dann. Nein. Okay, da gehen wir schon mal rein. Egal. Auf jeden Fall haut rein, Leute. Ciao, bis zum nächsten Part von Pokémon Feuer Grün.